Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal zur mittlerweile 222. Folge, die eigentlich gar nicht die 222. Folge wäre sein hätten tun lassen können, vielleicht, klar. Nee, und zwar, mir ist ein Fehler unterlaufen, gleich mal, kann ich gleich am Anfang schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, und zwar, wäre das hier eigentlich die 224. Folge, da, ja, ich habe zwei andere Folgen noch aufgenommen. Hab dann im Nachhinein gemerkt, dass ich das falsche Mikrofon aktiviert hatte. Und das Mikrofon, ja, war nicht so wirklich angeschlossen. Das heißt, ich habe zwei Folgen für die Katz aufgenommen. Ja, dementsprechend muss ich die zwei Fahrzeuge, die ich da hatte, die werde ich nochmal nachholen. Allerdings, ja, habe ich mir gedacht, komm, jetzt habe ich aber gerade Bock auf das Auto, weil das jetzt eigentlich drankommen würde. Und somit, ja, sind wir eigentlich in der totalen Zeitsprung. Also ihr seht jetzt die 222. Folge, also offiziell die 222., die eigentlich ursprünglich die 224. Folge hätte sein sollen. Mann, ist das eine komplizierte Sache. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an und euch muss nicht weiter kümmern, aber ich musste diesen Frust, ja, ich nenne es jetzt mal Frust, mit einem Frust mit Lächeln, nenne ich es jetzt einfach mal, musste ich jetzt euch einfach erzählen. Ich musste es jetzt loswerden, sonst hätte es mich innerlich zerstört. So, wir fahren heute ein Audi RS7 und ihr seht schon hier schön in der 10 Years Forza Edition, nämlich genau darüber hat man den nämlich bekommen, mit dieser 10 Jahres Forza Edition. Anders ist er nämlich gar nicht im Spiel. Nichtsdestotrotz ist er eigentlich, so wie ich weit ich das einblicken konnte, serienmäßig. Das heißt, er hat eigentlich nur diese Lackierung bekommen, die wir dann noch ändern werden. Denn wir sollen heute dieses Auto performance-technisch aufbauen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Aber zuerst fahren wir so ein bisschen, ein paar Meter. Und das muss man ja schon mal sagen an dieser Limousine von Audi. Geil klingt, tut er ja. Nach vorne geht er dann natürlich auch ordentlich. Dank Quadro-Technologie. Wiegt halt ein bisschen viel und ist ein bisschen steif, wie ich finde. Aber genau deswegen fahre ich jetzt auch schon mal ein bisschen, um einfach die Eigenschaften rauszufinden. So, fahren wir mal einen Tunnel, machen wir einen Soundcheck. Also klangtechnisch kann man nicht meckern, würde ich sagen. Da klingt der Audi schon gut. Nur fahrtechnisch gefällt es mir noch nicht so. Power hat er ja mehr als genug. Da müssen wir wahrscheinlich beim Performance-Tuning gar nicht so viel machen. Wir müssen eigentlich hauptsächlich was am Fahrwerk tun, am Gewicht tun, an den Reifen tun. Na, gucken wir mal. Nochmal ein Tunnel, den nehmen wir nochmal mit, weil es so geil klingt. Ja, klingt schon gut. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach zur Werkstatt und fangen mal an, das Ding ein bisschen performanter zu tunen. Gucken, was wir da so hinkriegen. Oh lala, da kommt ein bisschen Heck. Mal wohl hier eine kleine Drift-Identität versteckt. Ja, klingt schon geil. Also da kann man jetzt nicht meckern. Es kommt ja schon fast, ich sag fast, an die AMG-Sounds ran. Aber ich sag nur fast. Ein bisschen mehr müsst ihr noch röhren. So, alles klar. Ich würde mal sagen, wir fahren gegen die Wand, genau. Gehen in die Werkstatt und gucken mal, was wir da jetzt performant hinkriegen. Ich bin gespannt. So, ja, ich würde mal sagen, komm, wir fangen mal mit der Lackierung an. Ich glaube, hier gibt es keine gescheiten Lackierung. Ich glaube es nicht. Ich mach mal, was mache ich denn? Ich mach mal nach beliebig suchen. Alles beliebig, mal gucken, was er findet. Aber ich glaube, da wurde nichts Cooles gemacht, glaube ich. Vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Police, aha. Ja, weiß nicht, das sind alles so. Nee. Boah, die ist geil, oder? Nicht. Nee, das glaube ich jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, jawohl, das müssen wir unbedingt auf unseren Audi klatschen. Gut, das ist eigentlich eine coole Lackierung, aber sowas hatten wir schon mal beim Audi, deswegen will ich es nicht nochmal machen. Ja, gucken wir mal. Ich will eigentlich irgendwas Schlichtes machen, so. Ja, dass man denkt, so, ja,
Ist okay. So wie das hier, ja. Ist nicht schlicht, deswegen, das war Ironie und so. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, ich mache einfach eine schnelle Lackierung. Ist, glaube ich, irgendwie einfacher. Wobei, das würde ja schon in die Richtung gehen, was ich machen würde, glaube ich. Ich habe so ein cooles, dezentes Grau oder so. Ach, ich mache einfach selber schnell eine. Auto lackieren. Ja, die wird vorbereitet. Karosserie lackieren. So, genau. Dann machen wir mal hier, ja, unsere geliebte Metal Flakes Großlackierung. Grundfarbe. Ja, ich würde gern. Ja, ich würde schon so gern so ein Anthrazit Metallic oder sowas würde ich schon ganz gern machen. Das heißt, wir müssen da schon deutlich in dunkleres Grau gehen. Und die Flake-Farbe entsprechend muss ja auch hier eher in die Richtung gehen. Das gucken wir mal. Müssen wir ja auch eher so was Dunkleres nehmen. Ein bisschen heller können wir vielleicht schon gehen. Ja, es passt so, würde ich sagen. Ein bisschen. So, in die Anthrazit-Richtung darf es ja schon gehen, finde ich. Das ist okay. Oder wollen wir mal eine ganz andere Farbe nehmen? Nee, soll eine sportliche, am Schluss soll das eine sportliche Limousine sein. Für den Geschäftsmann. Ja, als ob der RS7 nicht schon sportlich genug wäre, aber ja, deswegen soll das jetzt nicht zu verspielt aussehen. Ne? Soll jetzt keine so mega Tuner-Kiste sein. Deswegen lassen wir das jetzt mal so. Genau, ich würde sagen, wir übernehmen das einfach. Und dann machen wir uns mal ans Tuning ran. Ans Tuning. Und gucken mal, was wir denn da so rauskitzeln können aus dem Gerät. Wie gesagt, der Motor ist schon krass. Also ich weiß nicht, ob wir da so viel noch was ändern müssen. Ja, an den anderen Sachen müssen wir was ändern. So, fangen wir mal auch ein bisschen mit der Optik an. Die Felgen. Ich weiß nicht, ich würde ganz gerne, bin ich ganz ehrlich. Würde ich die Felgen, glaube ich, ganz gerne lassen, weil Felgen eigentlich sehr cool finde bei dem Fahrzeug. Sie sind schön groß, sie haben eine coole Form und so weiter. Die lasse ich so. Die lasse ich einfach so. Punkt. Ende aus der Diskussion. So, dann machen wir mal eine bessere Reifenmischung drauf. Wir machen die Dinger richtig schön breit, ja, weil 275er an der Front ist viel zu schmal. Da müssen schon 295er hin. Genauso hinten wahrscheinlich das gleiche Spiel. Ja, auch 295er. Zirkulieren wir drauf. So, was können wir denn? Ja, Aerodynamik und so weiter. Ja, die normalen Sachen halt, die wollen wir natürlich nicht anbringen. Passt nicht so wirklich. Wie gesagt, soll eine schöne sportliche Limousine für den Geschäftsmann sein. So, wir könnten den V10 reinmachen. Machen wir aber nicht. Ja, machen wir nicht. Heckantrieb machen wir auch nicht. Wollen wir nicht. Ja, dann machen wir mal hier die ganzen Sachen. Ja, soll nur noch mal ein bisschen sportlicher werden. Ja, Getriebe, machen wir mal. Machen wir mal das Renngetriebe rein, dann können wir da alles anpassen, auch Antriebswelle und so weiter. Und entsprechend auch das Differential. Ja, 412 kW haben wir übrigens. Das sind, ich rechne es auch immer mal ganz kurz um in unserem berühmten kW-Umrechner, das sind jetzt aktuell 560 PS. Gut, wir könnten sagen, RS7. Komm, machen wir sind mal richtig krass. Wir gehen auf 700 PS, wollen wir hochgehen am Ende. Kriegen wir hin. Gucken wir mal, was wir dann da so hinkriegen. So, wenn man noch entsprechend. Oh, guck mal, wenn der so tief liegt. Sieht ja schon richtig böse aus. Ich muss ja sagen, die Front und so weiter gefällt mir vom RS7 eigentlich schon ganz gut. Nur was mich ein bisschen stört, ist so ein bisschen die Heckpartie. Die ist, finde ich, jetzt nicht so perfekt umgesetzt, aber sie ist nicht schlecht. So. Ja, wir könnten halt Gewichtsreduzierung Deluxe machen. Wäre aber ein bisschen unrealistisch. Machen wir vielleicht mal 1,74 Tonnen. Klingt auf jeden Fall vernünftig. Aber sieht schon böse aus, finde ich. Schon eine böse Optik, der Junge hier. So, dann würde ich sagen, ja, machen wir ein bisschen was. Er könnte ein bisschen höher drehen. Ja, habe ich nichts dagegen. Also, wie gesagt, wir müssen auf 514 kommen. Das kriegen wir auch hin. Jetzt haben wir sogar ein paar wenigen Handgriffen. Wir könnten den Turbo ein bisschen mehr aufladen. Aber ich glaube, Drehmoment haben wir ja schon mehr als genug. Wobei, dann her wären wir genau bei 514. Und dann machen wir das jetzt einfach auch. Punkt, fertig, Ende, aus. Und dann sind wir eigentlich schon mit den Einbauteilen fertig. Gut, die Schwungscheibe können wir noch mitnehmen. Komm, scheiß drauf. Dann sind wir beim Li von 915. Das ist ungefähr der Li, was der 650S McLaren hat. Aber gut, das ist auch eine andere Kategorie hier. Ja, was ich noch ändern würde, ganz gerne, wäre tatsächlich die Felgenfarbe. Da können wir doch bestimmt auch noch was Cooles machen.
Ups, genau da sind wir falsch, sondern hier die Felgenfarbe. Gerade am Überlegen. Ah, so Carbon, ja, kommt immer geil. Ich meine, die Außenspiegel haben ja schon so Carbon-Optik, ne? Ich meine, wir würden das ja einfach nur wieder übernehmen. Matt oder so. Ne, dann müssten wir es auch so machen. Wäre halt schon so ein Black Beast eigentlich, ne? Weil die Herstellerfarbe auch schon cool ist. Das ist echt die Frage. Also, halt schon echt böses schwarzes Biest so mit den schwarzen. Aber ich glaube, ich lasse mit den hellen. Hell wirkt irgendwie geiler bei den Felgen, deswegen lassen wir das mal so. Genau, ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf die Straße, beziehungsweise ich mache noch schnell 0815 Setup drauf und von dem aus können wir dann nochmal ein bisschen anpassen, wenn irgendwas nicht uns gefällt. Oh, das sieht schon böse aus, oder? Weil so ein bisschen dünklere Felgen wären gar nicht schlecht. Ich gehe nochmal rein. Wir machen unsere eigene Felgenfarbkombination. Ups, nee. Oh, ich verdrück mich hier die ganze Zeit. Zu hippelig heute. So, nochmal lackieren. Dann Auto lackieren. Jetzt, also, vielleicht nicht das Carbon-Zeug, was wir hatten, aber so ein bisschen. Machen wir mal hier diese halbglänzende Lackierung vielleicht. Ja, warum nicht? Lackierfarbe. Und dann machen wir einfach so ein. So, ja, so ein bisschen, also nicht schwarz, aber so ein bisschen dunkel darf es sein. So. So, machen wir es jetzt einfach. Ich übernehme es jetzt mal. Wenn wir draußen dann stehen in der Sonne, sieht es, glaube ich, auch alles nochmal ein bisschen besser aus. Weil hier in der Garage ist zwar Licht, aber nicht so helle Lichter, wie wir gerne hätten. Ne? Und so. Komm, speicher. Und wir können eigentlich mal Musik anmachen, ne? Es fehlt schon ein bisschen die musikalische Untermalung an dieser Sache. Und wenn wir doch in Horizon sind, dann möchten wir doch ein bisschen auch der Radio hören. Komm. Ja, komm raus. Ich will Radio anmachen. Mach mal so. Ja, doch, find's eigentlich so cooler. Es ist halt so ein bisschen, so wie eine Black Edition sieht so ein bisschen aus. Ist zwar mehr Anthrazit alles, aber trotzdem ein bisschen Black Edition Style hat es. Dann gucken wir mal, wie der sich jetzt fährt, ohne irgendwas eingestellt zu haben. Ich meine, was man aus dem rausholen kann, wenn man da Maximalaufbau macht, will ich gar nicht wissen. Boah. Er geht auf jeden Fall schon gut nach vorne. Natürlich muss man sagen, wir haben weniger Gewicht jetzt, haben nochmal ein bisschen mehr Leistung. Ist schon eine böse Limousine. Aber ich würde mal sagen, ja, ich mache mal schnell die 0815-Einstellung. Dann können wir eher hier ein Bild davon machen, was das Ding hier alles so taugt. Er hat 8 Gänge. Ja? Die brauchen wir auch. Nichts. Krasser Scheiß, so viele Gänge. Ja, dann machen wir da hier. Machen wir mal das Ding ein bisschen sportlicher, ne? So, das können wir hier. Ah, machen wir so. Stabis sind auf jeden Fall zu hart hier für die Straßen, für die ruppigen Straßen Südeuropas von Horizon. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen reduzieren. Ihr kennt es eigentlich schon, es sind eigentlich immer mehr oder weniger dieselbe Einstellung. Ja, die Federn auch deutlich zu hart. Wobei so eine Limousine wiegt halt auch ordentlich, da muss man natürlich auch entsprechend federn. Aber wir haben ja ein bisschen Gewichtsreduzierung gemacht, deswegen brauchen wir es auch nicht mehr so hart. Hart. Dieses Wort hart, er hat hart gesagt. So, gehen wir ein bisschen runter noch. Ja, da können wir auch etwas weniger machen. Nicht so viel. Aber hier müssen wir deutlich redundieren. Wobei ich würde hier oben sogar das ein bisschen angleichen. Hier können wir den Unterschied eigentlich so lassen. Bremse machen wir mal. Ja, lassen wir mal so. Diff. Ja, da ist auf jeden Fall hier viel zu viel. Und da können wir so machen. Ja, ich will das Ganze ein bisschen sportlicher haben, deswegen machen wir mal hier. Machen wir mal die klassische 69, ja, die richtig sexy ist. So, da können wir auch ein bisschen reduzieren. Genau, dann gucken wir mal, wie es jetzt so fährt. Und dann können wir immer noch, wenn uns irgendwo stört, das Ganze anpassen, ja. Was unser RS7 Black Edition, so kann man es jetzt eigentlich echt nennen, was der so kann. So können wir mal auch vielleicht in die Cockpit-Sicht. Der hat eine sehr direkte Lenkung. Fällt mir schon mal gut. Oh, das ist sehr, und vor allem, man kann sehr, sehr eng fahren. Lecco mio.
Das gefällt mir sogar richtig gut. Also wenn man jetzt hier nur die Cockpit-Sicht sieht, würde man jetzt nicht denken, dass man 1,7 Tonnen bewegt. Zumindest nicht durch die Kurven. Der Bremse, das werden wir jetzt gleich sehen, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ein bisschen, ja, es geht eigentlich, also. Oh la la, ist die Lenkung direkt, das ist ja der Hammer. Ja, finde ich schon dezent sexy, muss ich sagen. Also für so eine Limo. Na komm, ein bisschen. Ja, zieht schon ordentlich durch. Ja, ein bisschen kommt noch mehr das Heck, ein bisschen doch zu sehr. Das können wir aber ändern. Da muss ich. Ups. Hier. Bisschen machen. Passt's. Das können wir hier. Müssen wir auch ein bisschen angleichen. Ja, das Verhältnis ist auch zu krass auseinander. So. Genau, das passt. Der Rest passt. Machen wir mal einen Sprung. Ui! Ja, steckt da weg. Wunderbar, ohne uns die Uhr zu verziehen. So, hier jagen wir mal einen Porsche Turbo S. Ja, kein Problem. 700 PS haben wir am Start. Das, die müssen ja natürlich auch irgendwie nach vorne gehen. Und ihr seht. Oh! Ja, und da wären wir jetzt tot. Da wären wir auf jeden Fall tot. Das war nicht so geil von mir. Guck mal, die... Wie er sich so weiterhin so fährt. Also hundertprozentig zufrieden bin ich noch nicht. Ja, jetzt fahre ich gerade hier ein bisschen scheiße. Fährt er mehr quer als alles andere gerade. Ah, das gefällt mir gerade nicht so, dass er so quer fährt. Oh, guck mal hier die Flammen an. That's damn sexy. Fokus auf die Flammen legen? Nee, aber auf den Boden kann ich es legen. Dann sehen die Flammen normal aus und das Auto verschwimmt. Auch eine geile Optik, ne? So, ja, egal. Ich gehe mal kurz raus. Und, ja, gefällt mir noch nicht so, wie ich es jetzt gerade eingestellt habe. Irgendwas gefällt mir da noch nicht. Das lassen wir mal. Dann haben wir mal hier mal ein bisschen. Brauche ich gar nicht so viel eigentlich. Hier ein bisschen so legen. Das machen wir ein bisschen weniger. Das passt alles. Gut, also das passt nicht so, wie ich es gern hätte. Dann müssen wir es doch andersrum regeln. So, und dann übers Diff müssen wir noch mal ein bisschen, müssen wir es doch ein bisschen mehr sperren lassen hier. So, gucken wir noch mal. Was jetzt so verhält. Man hat halt nicht so das Gefühl, hier wirklich 1,7 Tonnen zu bewegen, was ja einerseits gut klingt, aber man hat sie trotzdem, diese 1,7 Tonnen. Wenn dann halt aber auf einmal dann halt das Heck kommt, dann nicht so geil. Deswegen muss ich gucken, dass wir da... Ja, da kommt das Heck. Genau das ist das Problem. Bisschen zu sehr. Bei den schnellen Kurven. Aber ansonsten, ja, es ist eigentlich okay. Ich meine, wenn es Heck kommt, ist es besser, wie wenn er die ganze Zeit über die Vorderachse schiebt. Aber das ist mir ein bisschen hier... Ihr seht, es ist mehr drifty als das... Es ist okay. Also sag mal so, wenn man es weiß, wenn man es nicht drauf anlegt... Ich meine, wir fahren hier 270 durch eine Kurve. Und dass da natürlich die Stabilität auf der Hinterachse nicht mehr so gegeben ist, ist klar, weil... Wir haben ja eigentlich auch groß kein Gewicht auf der Hinterachse. Dieses bisschen, dieser kleine Flügel, der so ein bisschen nach unten drückt. Naja, so viel drückt er halt nicht nach unten, ne? So, siebter Gang. Jetzt gucken wir mal auf der Autobahn, ja? Ist ja für einen Geschäftsmann, der soll ja vor allem auch auf der Autobahn funktionieren, oder dieses Fahrzeug. Deswegen, muss ich mal hier gucken. Ja, genau, und das darf eigentlich nicht passieren, dass man, ja, wenn man hier, hol mal zurück, dass wenn man hier durch die Kurve fährt, dass das Auto so ausbricht, soll da eigentlich nicht passieren.
Das ist. Ups, was mache ich jetzt? Oh. Nein, ich spule zurück, weil ich zurückspulen will und nicht, um dann es doch nicht zurückzuspulen. Bla, blub, blub, blub. Da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Wir übernehmen das mal kurz. Was könnte man da machen, dass das hinten nicht so. Muss ich selber gerade nochmal überlegen. Moment mal. Wir wollen, dass er bei einer schnellen Ding so geht. Dann müssen wir das hier sogar eher so machen. Genau. Federn passen. Dürfen. Die passen. Das passt eigentlich. Hier können wir ein bisschen eher so gehen. So, jetzt. Zu viel will ich nicht ändern, aber normalerweise könnte das jetzt schon helfen. Oder es hat es jetzt schlimmer gemacht. Ja, jetzt auf dem Dreck ist halt scheiße. Ja, da können wir das natürlich jetzt nicht überprüfen. Ja, es ist. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen die Eigenschaft des Fahrzeugs. Der will irgendwie auch gar nicht so. Aber wir können, pass mal auf, ich weiß, was wir machen. Vielleicht war das einfach auch zu gut gemeint, das andere. Das können wir schon ruhig so lassen eigentlich. Es war eigentlich gar nicht so dumm, wie ich es eingestellt habe. Hier genauso. Das Problem ist tatsächlich die Federn. Wir müssen das Ding tatsächlich ein bisschen härter haben. Bin ich mittlerweile überzeugt davon. Also vorne können wir es weicher machen oder weicher lassen, aber hinten müssen wir es tatsächlich ein bisschen härter machen. Bin ich relativ überzeugt davon, dass das schon einiges ausmacht. An der Stabilität, weil es zu leicht hinten einfedert. Zu hart ist auch nicht gut, ja, dann kriegt man auch mal schnell einen Haftungsabriss, aber normalerweise könnte das jetzt schon helfen. Das sehen wir jetzt gleich da vorne an der Linkskurve, die jetzt dann kommt. Diese leichte. Aber bis jetzt sehe ich nichts. Oh, ein Foto. Foto! Vom Eclipse, Fast in the Furious Eclipse, hallo. Ich möchte kurz ein Foto machen. Hallo. Flup. Ja, diese 1000 Credits, die muss ich unbedingt mitnehmen. Ohne geht's halt leider nicht. So, ja, verlassen. Gucken wir mal, was wir, wir das hier noch stabiler kriegen. So, da vorne kommen ein bisschen krassere Kurven. Also bis jetzt kommt es mir relativ stabil vor. Aber jetzt die Kurve da vorne wird die Entscheidung sein bei über 300 km/h. Kommt das Heck oder kommt es nicht? Ja, kommt eigentlich eher nicht gerade. Aber wir fahren jetzt einfach mal die Autobahn zu Ende. Ja? Er muss ja hier auf der Autobahn performen. Das soll ja hier das Audi S7 Black Edition Modell sein für den ultimativen schnellen Geschäftsmann. Da kommen ja noch ein paar Kurven, ein paar böse Bodenwellen kommen auch noch. Wenn wir gucken, ja, ein bisschen kommt's Heck noch, aber es ist deutlich besser jetzt schon. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. Ja, ein bisschen kommt's noch, aber ist ja okay. Ne? Hier muss ich eh ein bisschen vom Gas gehen. Ja, passt aber ganz gut. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. Wie schon gesagt. Das bringt's schon, so eine Einstellung zu machen. Aber wir fahren jetzt einfach mal zu Ende. Ja, komplett Tests auf der Autobahn. Und ja, aber das war tatsächlich schon die Einstellung. Ja, manchmal ist Tuning auch viel ausprobieren. Muss man einfach so sagen. Bringt zwar natürlich schon was zu wissen, was einstellt und so weiter, aber auch selbst ich muss immer ein bisschen auch manchmal ausprobieren, was könnte es jetzt sein, was genau, weil alle Einstellungen, also Federn, Dämpfer, Stabis, alles kann natürlich übersteuern, untersteuern, bevorzugen und so weiter und so fort. Und jedes Auto reagiert auch anders auf gewisse Einstellungen, deswegen ist auch immer vieles auch einfach ausprobieren. Aber aktuell muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Gucken wir jetzt mal an, wie das aussieht, wenn wir dann doch jetzt ein bisschen ein paar mehr Kurven fahren, nicht so hohen Geschwindigkeiten. Bremsen geht ganz gut, aufs Gas können wir auch schön gehen. Er fährt sich dennoch sehr agil. Der RS7. So. Also aufpassen hier. So, bremsen wir mal hart an.
Ja, was wir noch machen können, ist tatsächlich, das würde ich ganz gerne mal noch ausprobieren, und zwar können wir ruhig wieder hier 5 gehen und da können wir doch ruhig 1,4 machen. Es darf doch durch ein bisschen mehr Sturz sein. Ah, da geht schon gut nach vorne hier. Gefällt mir auf jeden Fall. Sitzposition jetzt hier im Spiel gefällt mir auch ganz gut in der Cockpit-Sicht. So. Regulieren wir mal so ein bisschen um die Straßen von Sisteron. Flammen kann er auch spucken, ja. Alles da, was wir brauchen. Ja, jetzt gucken wir mal, diese etwas kurvigeren Stellen, wie er da so klarkommt. Darf nie vergessen, wir bewegen immer noch hier über 1,7 Tonnen. Immer noch ein ordentliches Gewicht. Wir haben immer noch ein Fahrzeug, ja, was sehr lange ist, ja, was einen sehr langen Radstand hat. Das kann natürlich kein mega agiles Wunder sein. Und jetzt war ich natürlich auf der Bremse auch ein bisschen zu spät gerade. Upsala. Aber ja, mir gefällt es ganz gut, muss ich sagen. Ups, ja, das ist, wenn man nach hinten guckt und der Verkehr von vorne kommt. Nicht so gut. Aber ja, mir gefällt das so jetzt ganz gut, muss ich sagen. Nicht perfekt, ist er nicht, auf keinen Fall. Aber das, wie gesagt, das Fahrzeug ist jetzt auch kein, die Basis ist ja kein Sportwagen. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Das wird man auch nie zum Sportwagen kriegen. Scheiß Mini. Einmal im Weg. Ansonsten, ja, fährt sich das ganz, ganz angenehm. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, so kann man es eigentlich stehen lassen, das Fahrzeug. Ich gebe das auch einfach jetzt mal frei für die Leute, die das auch ausprobieren möchten. Und wie gesagt, ist nicht perfekt. Aber nahezu. Sag ich jetzt einfach mal. Ganz, ganz, ganz dreist. So. Genau, nennen wir das einfach wieder TWIF. So wie unser Wunschformat auch heißt. Hier auch nochmal der Hinweis, ja. Möchte ich auch nochmal sagen. Autowünsche bitte nicht in die Kommentare schreiben. In letzter Zeit wird es wieder so extrem. Ich ignoriere die, ja. Ich gebe da keinen, ich sag da nichts dazu. Ja? Das müsst ihr selber merken, dass ich da nicht drauf eingehe. Autowünsche bitte über das Wunschformular, was in der Videobeschreibung verlinkt ist. Mal ein Klick in die Videobeschreibung hilft echt bei sehr vielen Let's Plays. Beziehungsweise bei ganz vielen Formaten hier auf dem Kanal. Es steht eigentlich immer alles nochmal in der Videobeschreibung ganz, ganz genau drin. Darüber könnt ihr euch Autos wünschen. Über die Kommentare, die werden ignoriert. Da gehe ich gar nicht drauf ein. Oh, da war jetzt eine Bodenwelle. Da wird er ein bisschen schwammig. Am Großen und Ganzen passt das ganz gut. Jetzt hier nochmal durch den Tunnel. Ja, klingt schon böse, ne? So, jetzt hier mal ein bisschen härter einlenken. Ja, aber also das Heck kommt auf jeden Fall nicht mehr so krass. Ist okay, würde ich mal sagen. Jo. Und über 300 Sachen fahren in so einer Limo ist finde ich, super. Wie gesagt, wir sind ja noch weit davon entfernt vom Maximalaufbau. Da könnte man jetzt natürlich ein richtiges Monster draus machen, wenn man das will. So, jetzt kommt hier eine härtere Kurve. Ja, aber Bisschen kommt Tech mit, das ist ja auch okay. Aber es ist nicht mehr so, wie es am Anfang war, dass das Auto so komplett instabil wurde. Ich probiere jetzt ja gerade auch mit Zickzacklenkung so ein bisschen das Auto aus der Bahn zu schmeißen. Das passiert gar nicht mehr. Also, dem haben wir das Problem gelöst. Wunderbar, würde ich sagen. So, jetzt bin ich mal ein bisschen zu schnell rein. Alles klar. Also, ich bin gerade noch ein bisschen immer Grenzen ausprobieren. Ja. Und mal hier so. Oh, da ist der Fahrer. Oder hier so. Ja, passt. Ich würde sagen, so lassen wir das einfach stehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen hier, wie wir den RS7 ein bisschen aufgebaut haben. Und ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn dem so wäre, würde ich mich auf jeden Fall ein Däumchen nach oben freuen. In der nächsten Folge, wenn ihr denn wieder einschaltet, das würde mich nämlich auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid, gibt es dann die zwei Folgen, die es eigentlich hätte schon geben sollen. Beziehungsweise ich muss die ja neu aufnehmen. Also es gibt dann nicht genau die Folgen, sondern irgendwas anderes, aber mit diesen Fahrzeugen.
Und ja, ich kriege da schon irgendwas hin. Ich glaube, ihr könnt euch drauf freuen. Und ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Bedanke mich fürs Einschalten. Und dann sehen und hören wir uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, Däumchen nach oben. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus. Vielen Dank. Und tschüssi.